Alles klar, Hildi. Anscheinend. Ferner Osten fürchte dich. Hey, du. Ja, du. Du siehst nicht aus, als wärst du von hier. Bist du vielleicht einer dieser Abenteurer aus Eocea? Oh, ausgezeichnet. Ich bin nur ein kleiner Junge. Nicht weiter der Rede wert. Aber ich habe was auf dem Herzen, was über das ich unbedingt mit dir reden muss. In diesem Gasthaus gibt es eine Mikote aus Eocea. Hier ist eine Mikote aus Eocea eingekehrt. Aus deiner Heimat also. Sie sah aus, als bräuchte sie Hilfe und ich mache mir Sorgen, dass das jemand ausnutzen könnte. Es gibt hier genug Halunken, die nur darauf warten, nichts ahnende Gäste aufzunehmen. Versicherungen gegen das Scharfwerden stumpfer Schwerter, gefälschtes otardisches Porzellan und angeblich glücksbringende Namazu-Barteln. Die Liste von Dingen, die die Welt nicht braucht, ist ellenlang. Du musst deine Landsmännin warnen, bitte. Auf ein Kind wie mich würde sie bestimmt nicht hören. Das machen wir doch. Mit Mikote sprechen. Die ist hier eingekehrt, hier oder was? Muss ich die jetzt suchen oder was? Die Mikote suchen. Wie suche ich die? Mhm. Da ist doch Nashu. Ja, da sind wir doch dabei, ne? Den kennen wir doch noch. Einen galanten Herrn? Aber natürlich habe ich den gesehen. Was sag ich da? Geholfen habe ich ihm sogar. Deshalb bin ich mir absolut sicher. Ich kann dich gerne zu ihm führen. Wirklich? Das ist aber lieb von dir, Herr Fisch. Giodo ist mein Name, wertes Fräulein. Ich bin ein Namazuo. Ich helfe dir gerne. Allerdings kann ich das leider nicht umsonst tun. Gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz in Kugane, das unentgeltliche Dienstleistungen verbietet? Und ein redlicher Namazuo wie ich will schließlich nicht in Schwierigkeiten mit den Seki Saigumi kommen. Oh, keine Ahnung, anscheinend schon, ja. Anscheinend tutelt er noch auf Folge 7. Ich habe seitdem, er hat ein paar Mal auf mein Wochenvideo auf YouTube kommentiert und seitdem nichts mehr. Also scheint zu laufen, das nennen wir es mal so. Freut mich. Ist doch cool, ne? Du willst Geld? Ich habe meinen letzten Chill aber schon für die Überfahrt ausgegeben. Oh, Gobi, du bist hier, um mir zu helfen. Das ist aber lieb von dir. Klar. Ich bin immer noch auf der Suche nach Herrn Hildebrand. Ich habe seine Spur in östliche Richtung verfolgt, bis ich schließlich hier angekommen bin. Nur wirklich gefunden habe ich ihn leider noch nicht. Aber dieser nette Fisch meint, dass er mir helfen will. Die ist eine Bekannte von Gorbi? Ha, dann braucht sie meine Hilfe ja sicher nicht. Zeit für einen aalglatten Abgang. Bestimmt haben sie das, auch wenn der Winter nicht so kalt wird. Ne? Ich hatte nichts Fischiges vor, ehrlich nicht. Außerdem hab ich ihr noch gar kein Geld abgeknöpft. Also könnt ihr mich auch nicht belangen. Man sieht sich und viel Glück. Hey, wo willst du hin? Du hast mir doch gar nicht gesagt, wo er Hildebrand ist. Was? Der wollte mich einlegen? Ich bin doch kein Gemüse. So was Gemeines. Ich hoffe ja auf Hildis Vater nochmal, ne? Für den letzten Final Fantasy Stream für die nächste Zeit. Ich habe schon so gut wie jeden in Kugane gefragt, aber niemand will einen galanten und gut angezogenen Herrn gesehen haben. Ich glaube, ich finde er Hildebrand nie wieder.
Stimmt, Hildebrand weiß immer, wo seine Spürnase gebraucht wird. In Koertas ist er auch punktgenau da gelandet, wo Gigi im Schnee vergraben lag. Er hat auf seinen Flug bestimmt einen neuen Fall gewittert. Und wenn wir den finden, finden wir auch Herrn Hildebrand auch. Komm, wir hören uns in der Stadt um. Machen wir. Darf ich hier raus? Das ist sehr nett. Dankeschön. Kyusen! Verbrechen in jüngster Zeit? Da gibt es so eine Einbruchsserie bei Kaufleuten, wie ich leider zugeben muss. Erst gestern hat es den Händler Akebono im Rakuza-Bezirk getroffen. Wir von der Sekisaigumi, muss ich erstmal wieder lernen, ne? Sekisaigumi gehen der Sache nach, haben aber leider noch keine heiße Spur gefunden. Alles klar. Pier 2. Kleiner Junge. Ist das der von vorhin? Anscheinend schon, ne? Auch echt mal so ein Mikrofonarm. Echt nervig. Huch. Also gut, ich gebe es zu, ich bin ihr gefolgt, aber mehr auch nicht. Bitte nicht festnehmen, foltern und köpfen. Oder Schlimmeres. Ah, noch schlimmer als köpfen, ne? Elfmeter für Leipzig. Ach, du bist's nur. Ich dachte im ersten Moment, du wärst so ein Fiesling von der Sekisaigumi, der einem unbescholtenen Knaben wie mir vorhalten will. Ich würde dieser jungen Frau auch nachstellen. Und dann würde er mich in Ketten legen und abführen. Wie man das halt so macht hier. Kann ich irgendwas für dich tun? Ach, es gab schon einen, der wurde aberkannt. Per Videobeweis, oder was? Gibt es bei DFB-Pokal auch Videobeweis? Ihr hört euch nach besonderen Vorfällen um? Oh, da kann ich dir was erzählen. Nie vergesse ich den Tag, an dem ich sie zum ersten Mal sah. Sie war in Ulda und ich ging gerade spazieren, als sich unsere Blicke trafen. Leipzig führt, okay. Sonst wird's spannend, ne? Nicht mal so lange Zeit. Stell dir das mal vor, eine riesige Stadt und Leute wie Sand an der Sonnenküste. Das war Schicksal, wenn nicht gar ein Wunder. Das habe ich sofort gespürt. Euch Hechel. Seit diesem Tag folge ich ihr auf Schritt und Tritt, um sie zu beschützen. Ich bin nicht zu schüchtern oder so, komme nicht auf falsche Gedanken. Ich konnte sie jederzeit ansprechen, aber in unserem Fall ist das überhaupt nicht notwendig. Es gibt eine Verbindung zwischen uns, die keiner Worte bedarf. Darum folge ich ihr still und leise wie ein Schatten. Ich muss mal das Handy leise stellen. Ja? Wir haben Leipzig-Fan bei uns auf der Arbeit. Also ein bisschen Fan, ne? So ein Erfolgsfan, der jetzt Leipzig-Fan ist, weil er dort aus der Nähe kommt. Und da geht es jetzt natürlich ab im Chat. Ich bin nicht zu... Oh, das haben wir ja gerade gelesen. Und ein Schatten werde ich auch weiterhin bleiben. Das Rampenlicht überlasse ich dir. Viel Erfolg. Was hat das jetzt mit der Quest direkt zu tun? Naja, gut. Wir werden es noch rausfinden. Wahrscheinlich ist die Dame Hildebrand, der sich verkleidet hat oder so.
Okay. Habe ich den hier schon harmonisiert? Ja, habe ich schon. Ach hier. Amaji. Verbrechen? Du stellst Fragen. Also ich habe nichts am Stecken. Aber natürlich gibt es in einer großen Stadt wie Kugane immer ein paar zwielichtige Gestalten. Einer unserer Stammkunden hat mir erzählt, dass es eine Serie von Einbrüchen gab, die allesamt einflussreiche Kaufleute zum Ziel hatten. Ich kann dir nur raten, deine Tür immer gut abzusperren. Das ist die Dame. Ist das, ach so, der meint Naschu oder was? Und, hast du was herausgefunden? Ach ja, echt. Das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt weiß ich es aber. Ich? Du weißt genau, dass ich Gewalt verabscheue. Ich drehe doch einem Jungen nicht den Kopf um. Sonst noch was? Und, was hast du herausgefunden? Eine Einbruchserie, klasse Gorbi, direkt ein Volltreffer. Wir sollten diesem Herrn Akebono gleich mal auf den C fühlen. Auf den C heißt das hier. Alles klar, wenn ich mich nicht verlesen habe. Oh, dieser reich aussehende Mann, da Herr Akebono ist. Der Unhold hat schon wieder zugeschlagen. Verflucht. Der hält uns alle zum Narren. Hi, Kili. Grüß dich. Hab Dank für eure ausführlichen Bericht, werter Herr Akebono. Wir werden diesen Schurk fassen, das verspreche ich euch. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Da hast du auch wieder recht, ne? Aber sie macht es ja nicht absichtlich. Sie ist ja immer ganz lieb, die gute Naschu. Es ist wirklich Herr Akebono. Los, befragen wir ihn. Hoppla. Was ein Zufall. Ah, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe euch in meiner Eile gar nicht bemerkt. Seid ihr verletzt? Ja, mir geht's gut, danke. Bist du ein Samurai? Die 100 Stunden voll machen. Das will ich meinen. Mein Name ist Shigure. Verzeiht meine Unachtsamkeit. Weil der Sauber, das kann doch nicht stimmen, oder? Weil der hat ja erst die Hours, glaube ich, gezählt, seit ich Ankh-Bot drin habe, oder? Müsste doch eigentlich so sein. Warum hat Kili dann fast so viel wie Kimi? So viel hat Kimi doch, Ach, wegen dem Rename, richtig. Und dann habe ich dir die Punkte wieder dazu gemacht, ne? Deswegen. Jetzt macht's einen Sinn. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe einen Verbrecher zu jagen. Nicht dann hinterher, würde ich sagen, ne? Der Herr Samurai scheint auch an dem Fall zu arbeiten. Mal sehen, ob er gegen die gerissene Kriminologikerin wie mich ankommt. Los, wir nehmen diesen Händler ins Kreisverhör. Die kennt es ja richtig gut aus. Erst will sie ihn auf den C fühlen. Dann nehmen sie ihn ins Kreisverhör. Toll. Hallo, Akebono. Nicht Akko, Akebono. Ich bin Naschu Makaraka, die berüchtigste Kriminologikerin. Die berüchtigte, nicht die berüchtigste. Die ist nicht groß übermütig, ne? Sie sagt das schon, wie es ist. Wir haben gehört, dass du Opfer eines Einbruchs geworden bist.
Könntest du uns etwas zum Hergang der Tat sagen? Eine Kriminologiker? Kriminologin? So nennt man im Westen jene, die Verbrechen lösen, nicht wahr? Davon habe ich schon gehört. Dann will ich euch gerne berichten. Als mein junger Gehilfe gestern Morgen die Tür unseres Lagerhauses öffnete, musste er zu seinem Entsetzen feststellen, dass einige Wertgegenstände entwendet worden waren. Er fand nur noch diese Notiz. Schöne Grüße vom einsamen Wolf, Gelegenheitsdieb der Extraklasse. Der einsame Wolf? Hat der einen geilen Schnauzer? Schnauzer heißt das, oder? Nee, Schnauzer. Schnauzer ist der Hund. Ja, der macht Kugane schon eine ganze Weile unsicher. Das klingt nach einem Fall, wie gemacht für Herrn Hildebrand. Herr Hildebrand? Wäre er in der Lage, mir meine Besitztümer zurückzubringen? Die Seki-Saigumi scheinen in diesem Fall leider keine großen Fortschritte zu machen. Der Dieb hinterlässt einfach keine Spuren. Wenn ihr den Halunken dingfest machen solltet, dann sagt mir bitte Bescheid. Ich würde euch fürstlich entlohnen. Herr Akebono hatte einen wirklich tollen Schnurrbart. So kann man es natürlich auch nennen, ne? Findest du nicht auch? Wenn wir diesen Fall weiterverfolgen, treffen wir jedenfalls bestimmt Herrn Hildebrand. Das habe ich im Gefühl. Ist so ein kriminologisches Assistentinnengefühl. Ich werde hier weiter nach Spuren suchen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich Bescheid, ja? Oder wenn du etwas herausfindest, sag bitte Bescheid. Wie auch immer. Tschüss. Now comes Hildebrand. Was gibt's denn morgen früh um 8 bei Aldi? Die PS4? Habe ich gehört, irgendwas verkaufen sie, PS4 oder so, ne? Bei der Lösung des nächsten Falls spielt übrigens meine Medizin mal wieder eine wichtige Rolle. Wurde ja auch Zeit, dass sie mal wieder zum Einsatz kommt. Du hast doch eine PS4, warum willst du denn eine bei Aldi kaufen? Das hoffe ich jedenfalls, denn wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Die Wahrheit wird nur einer rausfinden und das bist du. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Aldi verkauft eine PS4. Ich weiß allerdings nicht für wie viel Geld. Ich will jetzt nicht den Link klicken. Klicken. Da sind so deine Bomben, Kimi. Ah, da ist er. Ach, im GT Sport Design, deshalb. Deshalb willst du der Kimi haben. Und du? Sag mir nicht, das war's mit der Hildi-Quest. Das war's? Not really, oder? Das ist halt schon ein bisschen mau, SE, ne? Das ist halt echt ein bisschen mau für den Start. Ja.
aber muss doch mir sein. Also kannst du nicht sagen, Hilde geht endlich weiter und dann machst du sowas. Das ist halt echt schon mau, ne? Mann. Okay. Gut.